Name ist Florian Ringoth. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht schon. Ich habe in der letzten Zeit zusammen mit dem Herrn Frank auch einige Schulungen gehalten für das GEO und PLT. Denn neben dem Durchlaufträger oder dem Trägerprogramm an sich betreue ich auch noch ein bisschen das GEO und das PLT. Auch dann in der Übergabe zum BIM Connector, da war ich auch schon in einigen Schulungen, Webinaren zu sehen mit der Frau Schäfer zusammen. Und ich werde Sie heute etwas erstmal durch den allgemeinen Part führen und dann natürlich was zum Durchlaufträger Plus erzählen, wie das Release jetzt in, sich gestaltet. Und wir haben ziemlich viel vor. Es wurde sehr viel gemacht in dem Release und ich möchte jetzt gleich mal beginnen mit den allgemeinen Neuerungen. Oh, etwas zu schnell. Genau, da möchte ich jetzt erstmal kurz auf so allgemeine Punkte eingehen, bevor wir uns jetzt in irgendwelche Programme stürzen, nenne ich da mal, was wir so grundlegend geändert haben. Und die erste für uns sehr große Änderung, die Sie gar nicht so wirklich sicherlich mitbekommen werden, denn für Sie ändert sich im Programm nicht wirklich was, ist unsere interne Umstellung jetzt auf 64-Bit. Da fragen Sie sich jetzt, was bringt das Ihnen? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Das ermöglicht uns einfach bei Ihrem PC mehr Ressourcen freizuschalten und auch einfach in so Programmen wie dem Geo oder dem RSX, dem Stabwerk, einfach größere Gebäude, wie auch hier auf dem Bild zu erkennen, sind schneller zu berechnen und vielleicht auch Gebäude, insbesondere im Geo, die vielleicht nicht berechenbar waren, die sind jetzt berechenbar. Des Weiteren ist es auch sehr hilfreich für Programme, die mit sehr vielen Lastkombinationen rechnen. Da denken wir zum Beispiel an die Stütze B5 Plus. Da wird also auch die Rechenzeit jetzt damit echt erheblich verkürzt. Allgemein werden Sie es vielleicht auch merken, in Programmen, die sehr auf eine grafische Oberfläche setzen, wie zum Beispiel der BIM Connector, dort wird auch die Bedienung einfach flüssiger und für Sie einfach etwas komfortabler. Genau, dann haben wir natürlich wie jedes Release auch ein paar neue Normen eingeführt und auch die Programmoberfläche angepasst. Mit diesem Release 2022.2 sind das die italienischen Normen im Holz und Dach. Da sehen Sie hier die ganzen Programme, die das betrifft. Dort wurde also die Norm eingeführt, der NTC für den Eurocode 5 und auch die Programmoberfläche übersetzt. Neben den Holz- und Dachprogrammen betrifft das auch ein paar Stahlbauprogramme. Stahlbetonprogramme. Neben den Konsolen ist das auch der Treppenlauf und das Durchstandsprogramm. Genau, jetzt kommen wir vielleicht zu den etwas spannenderen Themen, nämlich die neuen Lösungen. Was gibt es für neue Programme mit dem Release? Das ist natürlich einmal der Durchlaufträger DLT Plus, die typisierten Stahlanschlüsse, das Programm SDY, das Böschungsbruch. Programm BBR kriegt eine Plus-Version und es gibt noch ein paar Toolboxen. Ich werde jetzt zu jedem Programm schon mal was sagen. Zum DLT Plus hier jetzt schon mal die erste Folie. Wie Sie ja schon erfahren haben, gibt es dann später von mir noch mal einen Part, auf dem ich ja, ausführlicher darauf eingehe. Denn der DLT Plus wird jetzt 22.2 vorerst nur auf Anfrage erhältlich sein. Wieso, weshalb, warum? Wie gesagt, dazu später mehr. Was ist dann dadurch möglich? Sie kennen es natürlich aus dem alten DLT, da ist es dann möglich, auch im Plus-Programm direkt im Programm umzuschalten, von Holz zu Stahl zu Beton oder wie Sie möchten. Sie haben dabei natürlich die ganzen Vorteile der Plus-Oberfläche, also Sie kriegen unmittelbar die Ergebnisse, haben eine grafisch interaktive Eingabe und eine sehr detaillierte Ausgabe. Neben dem DLT Plus, das es nur auf Anfrage gibt, wird aber das BTM Plus, sozusagen das Einzelprogramm, wie Sie ja schon den HTM Plus für Holz oder das STM Plus für Stahl kennen, wird also für den Betonbereich das BTM Plus mit diesem Release für alle erhältlich sein. Über Inhalt, wie gesagt, später dann noch mehr. Jetzt gehen wir erstmal in den Stahlbau. Da gibt es jetzt ein ganz neues Programm, nämlich das Programm STY, so heißt es bei uns, für die typisierten Stahlanschlüsse. Sie kennen das vielleicht, damit kann man geschraubte momententragfähige Trägeranschlüsse der Typenreihe IH oder die gelenkigen Anschlüsse der Typenreihe IS berechnen und auch immer in Verbindung mit Ausklinkungen, diesen IK-Reihen. Das sehen Sie ja auch auf dem Bild ganz gut. Die Grundlage bildet dabei das DSTV-Ringbuch, was ja auch unter Ingenieuren sehr bekannt ist, mit der Ausgabe von 2013.
Und die im Programm ausgewiesenen Tragfähigkeiten der Verbindung wurden dabei nach der Komponentenmethode nach der DIN berechnet. Und hierbei wird der Anschluss immer in seine Grundkomponenten zerlegt und für die einzelnen Komponenten die Beanspruchbarkeiten ermittelt. Und natürlich die Gesamtbeanspruchbarkeit des Anschlusses ergibt sich dann aus den Zusammensetzen der einzelnen Komponenten. So, was ist jetzt die Vorteile im Programm? Klar, es gibt jetzt die interaktive Grafik, da können Sie alles in der Grafik eingeben, mit den Maßketten interaktiv eingeben. Es gibt mehrere Lastfallkombinationen, die Sie eingeben können. Die Ausgabe wurde komplett überarbeitet und im Vergleich zum Vorgänger gibt es eine neue Anschlussvariante, nämlich den Träger mit Ausklinkungen am Blech, wie Sie es auch in dem Bild sehen. Und damit kann man zum Beispiel einen Anschluss an einen Träger, an einen stützenden Steg abbilden, wenn die Flansche einfach nicht, wenn die Flansche der Stütze einfach nicht weit genug auseinander liegen, damit der Träger da dazwischen passt. Und das ist jetzt neu in dem STY Plus enthältlich. Genau, dann gehen wir vom Stahlbau noch in den Grundbau, denn da hatte ich auch schon gesagt, gibt es auch noch ein neues Programm, nämlich die Überführung des alten Böschungsbruchs BBR in sein Plus-Programm, BBR Plus. Da natürlich auch wieder die Vorteile der Plus-Programme, die ich eben schon erwähnt habe. Hier ist es aber insbesondere sehr interessant, da bietet nämlich die Drag-and-Drop-Funktion die Möglichkeit, einzelne Punkte in der Grafik mit der Maus zu verschieben, was bei diesem sehr grafisch eingabelastischen Programm natürlich sehr hilfreich ist. Im Hintergrund liegt dazu ein Fangraster und Sie können dadurch sehr einfach die Geometrie an den Knickpunkten anpassen. Die Systemmaße, wie Sie hier sehen, die können Sie natürlich direkt in der Maßkette anpassen und kommen so ziemlich schnell zu Ihrem gewählten System. Wie alle anderen Plus-Programme bietet das Programm natürlich auch wieder diese Autoberechnung und unten rechts die Vorschau der Ausnutzungsgrade. Das macht beim Böschungsbruch natürlich den Vorteil, dass ich ziemlich schnell durch zum Beispiel Mittelpunkt, Raster möglicher Gleitkreise, die kann ich in der Grafik variieren und gleich in der Grafik ausprobieren. Es wird automatisch berechnet und so kann ich ziemlich schnell meinen ungünstigsten Gleitkreis gleich sozusagen während der Eingabe finden. Was ist jetzt der Leistungsumfang des Programms? Die Geländeoberkante und die einzelnen Erdschichtkanten können beliebig polygonal bearbeitet werden. Man sieht das hier auch in der Grafik ganz schön. Es gibt die Möglichkeit der Modellierung von in sich geschlossenen Erdschichtlinsen. Klingt sehr kompliziert, ist aber auch in diesem Beispiel mal dargestellt, nämlich für einen geschlossenen Dichtkern in einem Damm. Und ich könnte auch, was auch sehr hilfreich ist, ein oder zwei Zwangspunkte definieren, durch die mein Gleitkreis schneiden muss. Das braucht man zum Beispiel sehr oft am Böschungsfuß. Dann kann ich natürlich alle hydrostatischen und Poren Wasserdrücke über Sickerlinien abbilden und alle Arten an Lasten definieren und eine automatische Lastkombination nach EC0 durchführen. Genau, dann noch eine ganz neue Toolbox in Kooperation mit der Firma Würth. Mit dem Programm HWA kann jetzt der Nachweis von Würth Tafelankern nach Zulassung geführt werden. Dabei werden die Tafelanker HTA und V+ immer mit den zugehörigen Schrauben, Kämmnägeln und Flanschen angeboten. Und die Grundlage für diese Bemessung ist natürlich die DIN mit den Anhängen für Deutschland und Österreich, aber immer in Verbindung mit der europäischen ETA-Zulassung der Firma Würth. Die Verankerung kann dabei in Holz, Beton oder Stahl ja, erfolgen. Dazu kommen wir dann auch später nochmal, denn diese Neuerung findet nämlich auch Einzug in ein weiteres Programm. Aber wie gesagt, dazu dann später noch mehr. Es gibt nämlich noch eine weitere kleine, aber sehr feine Toolbox, wie ich finde. Das ist die Toolbox zur Volumenermittlung AVO.
Die macht eigentlich das, was man auch in den Schneider-Bautabellen findet, denn sie berechnet auf den mathematischen Formeln einfach die Volumen. Das aber mit einer sehr einfachen und simplen Eingabe, auch für Formen wie Rampen, wo ich also damit ziemlich schnell einfach mein Volumen, vielleicht für eine Ausschreibung oder so, ermitteln kann. Genau. Dann sind wir schon bei den neuen Funktionen in den bestehenden Programmen. Wie Sie sehen, das ist jetzt ziemlich viel. Ich gehe das jetzt einfach mal ja, von 1 bis 9 durch und starte da mit dem Frilo BIM Connector. Der Frilo BIM Connector wird ja seit Beginn immer weiterentwickelt, wird auch auf Grundlage Ihres Feedbacks immer weiterentwickelt und auch mit dem Release 2022.2 ja, werden dort eine Vielzahl an Verbesserungen und neuen Funktionen implementiert. Ich habe jetzt mal zwei Funktionen hier herausgezogen, nämlich die Farbdarstellung wird verbessert, nämlich die Ribbon-Gruppe Einfärbung wird jetzt um die Bereiche Materialgüte, Querschnitte und Belastung erweitert. Das sieht man auch auf dem Bild. Da sieht man jetzt die verschiedenen Belastungen auf meinem Grundriss und je nachdem wird der Grundriss eingefärbt. Dann gibt es eine ganz neue Funktion, die Funktion Belastung. Damit können auf den Geschossdecken konstant wirkende, ständige und veränderliche Flächenlasten hinzugefügt werden. Und in dieser Funktion können den Wänden auch auf beiden Seiten wirkende Putzlasten in Form von einer Flächenlast hinzugefügt werden. Das hat einfach den Vorteil, wenn Sie es dann in das Geo übergeben zum Beispiel, müssen Sie das nicht mehr im Geo eingeben und können das schon im Connector definieren. Darüber hinaus gab es natürlich noch eine Vielzahl an anderen Neuerungen und Implementationen. So ist es jetzt zum Beispiel möglich, dass man EFC-Dateien im Structural Analysis View importiert, was natürlich das Feld immer mehr erweitert an möglichen EFC-Dateiimporten. Dann gibt es eine ganz neue Entfernen-Funktion, mit der nämlich Objekte, Dämmungen oder Fliesen zum Beispiel dauerhaft aus dem Modell entfernt werden können. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie schon mal eine EFC-Datei importiert haben, die noch vollgepackt war mit Kleinstteilen, wie jetzt zum Beispiel Fliesenspiegeln oder Möbeln, dass das natürlich die EFC ziemlich aufbläht und dann auch ein Ausblenden nicht ausreicht, damit die Datei sehr schnell wird. Und so können Sie jetzt direkt diese nicht benötigten Bauteile aus der EFC-Datei entfernen, was natürlich die Performance des Programms erheblich verbessert. Dann, das möchte ich auch nochmal explizit erwähnen, gibt es unser schon bereits viertes Workflow-Paper. Diese Workflow-Papers haben sich einer sehr großen ja, Zuspruch, die haben einen sehr großen Zuspruch erhalten. Und jetzt gibt es das neue Workflow-Paper mit der Firma Strakon Dicat, wo also nochmal genau, wie ich am besten über das Programm Strakon eine EFC-Datei erstelle und damit diese am besten importiert und bearbeitet werden kann. Finden Sie, wie auch die anderen Workflow-Paper im Programm über Hilfe, wie auf dem Bild erkennbar. Genau, dann noch ein Punkt, da wird der Herr Frank später noch sehr genau drauf eingehen, sind das nämlich die neuen Funktionen und Änderungen im Gebäudemodell Geo und im Plattenprogramm PLT. Ich möchte das jetzt nur schon mal kurz die zwei größten Neuerungen anschneiden. Es ist jetzt eine Funktion hinzugekommen, die sich unsere Kunden sehr lange schon gewünscht haben, dass man nämlich auch bei den Unterzügen nicht nur Stahlbeton-Unterzüge auswählt, sondern jetzt auch Stahlträger auswählen kann. Wie das Ganze funktioniert und aussieht, wie gesagt, dazu später mehr. Darüber hinaus wurde jetzt auch noch das Material Leichtbeton implementiert. Im Plattenprogramm PLT gab es noch eine sehr schöne Zusammenarbeit mit der Firma Schöck, denn dort wurde nämlich die Implementierung der Schöck ISO-Kurve nochmal auf die nächste Stufe gesetzt. Da möchte ich gar nicht zu viel verraten, das wird Ihnen der Herr Frank dann später nochmal zeigen. Genau, dann kommen wir zum nächsten großen Programm von uns, das ist das Stabwerksprogramm RSX, was auch eine Vielzahl an neuen Funktionen bekommen hat. Da gehe ich jetzt nochmal auf die wichtigsten Punkte ein, ansonsten wird das hier zu lange dauern. Die Oberfläche des RSX wurde nämlich verbessert.
Die Kopplung der Menüpunkte und die Anzeige der Grafik wurde aufgehoben und die Sichtbarkeit der grafischen Darstellung wurde in ein eigenes Fenster verschoben. Des Weiteren wurde das Ausgabeprofil jetzt wirklich komplett überarbeitet. Da zeige ich auch noch mal gleich eine Folie dazu. Und es gab noch eine Vielzahl an weiteren Optimierungen, Verbesserungen und Implementationen von Funktionen. Ich nenne jetzt mal ein paar zur Simulation von starren Scheiben im System des Stabwerks ist es nun möglich, Verbindungen zwischen zwei Knoten über einen starren Stab herzustellen. Was auch im Bereich Stahlbeton dort verbessert wurde, ist nämlich zur Vereinfachung der Vorgabe für die Bewährung wurde jetzt ein Dialog eingebaut, aus dem das vorhandene AS durch Wahl des Durchmessers und der Anzahl der Stäbe direkt übernommen werden kann, was Ihnen also die Eingabe nochmal erheblich erleichtert. Und auch seit dem Release 2022.1 gibt es ja die Panels im RSX. Und auch die wurden technisch erweitert, denn die Panels können jetzt auch als Fläche mit einspringenden Ecken definiert werden. Ich weise jetzt schon mal darauf hin, das steht hier auch oben rechts in der Folie, wenn Sie zum RSX noch mehr wissen wollen, weil ich habe das Ganze jetzt nur grob angeschnitten. Nächste Woche Dienstag gibt es dazu um 11 Uhr auch ein Webinar, bei dem Sie sich anmelden können über unseren Frilo Campus, wo noch mal etwas detaillierter darauf eingegangen wird. Ich möchte jetzt hier noch mal kurz die neue Ausgabe vorstellen, weil ich finde, die ist sehr schön gelungen. Die Steuerung des Ausdrucks wurde komplett überarbeitet und ist jetzt mit deutlich mehr Funktionen und einer Voransicht der Kapitel übersichtlicher und viel einfacher zu bedienen. Neu ist dabei eine sehr komfortable grafische Auswahl von Stäben für den Ausdruck, einstellbar dabei, wie man das hier sieht, in der Liste getrennt. Also ich kann wirklich für jeden Ausdruck, den ich generiere, sagen, welche Stäbe in diesen Ausdruck kommen. Genau. Dann gehe ich jetzt schon weiter zum nächsten Programm. Das ist nämlich ein Programm, was es dann schon sehr, sehr lange gibt, was jetzt aber auch nochmal ein neues Feature erhalten hat. Das ist nämlich die Stahlbetonbemessung, das Programm B2. Dort steht Ihnen nämlich nun die Auswahl der Glasfaserbewährung Schöck-Comba zur Verfügung, was ja vielleicht besonders interessant ist, da diese Schöck-Comba Glasfaserbewährung nicht leitend ist und sehr chemisch beständig ist. Diese Bewährung kann für die Biege- und Schubbeanspruchung berechnet werden und die können das ein- oder zweiachsig bemessen. Genau, jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, den hatte ich vorhin schon erwähnt, nämlich wurde jetzt auch das Feature, was in diese Toolbox implementiert wurde oder woraus wir eine Toolbox gemacht haben, wurde jetzt auch in das Programm Holztafelwand HTW Plus implementiert. Und das ist nämlich die Auswahl der Wirt-Tafelanker nach Zulassung. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Sie können dort auch wieder auswählen zwischen HTA und V Plus Tafelankern und mit den zugehörigen Schrauben, Kammnägeln und Flanschen. Auch dabei ist natürlich die Grundlage der EC5 mit den Anhängen, aber immer in Verbindung mit der ETA-Zulassung der Firma Wirt. Auch hier ist es möglich, die Verankerung in Holz, Beton und Stahl nachzuweisen. So, dann kommen wir jetzt auch schon vom Holzbau zum Grundbau. Da gab es nämlich auch noch Erweiterungen im Programm Pfahl Plus zum Beispiel. Da können wir jetzt nämlich mittels Modellfaktoren und Streuungsbeiwerten aus den dynamischen Pfahlprobebelastungen die resultierenden Messwerte automatisch in charakteristische Pfahlwiderstände abgeleitet werden. Also wenn Sie dort Pfahlprobebelastung haben, können Sie die eingeben im Programm und es werden in diese automatisch in Pfahlwiderstände für die Bemessung ja, umgerechnet. Dann gibt es Widerstandssetzungslinien für die Mantelreibung, den Spitzendruck und den gesamten Widerstand. Und diese können nun über eine Implementation in den EA-Fehlen enthaltenen Tabellen berechnet werden. Die in den EA-Fehlen beinhalteten Tabellen beruhen ja auf Erfahrungswerten. Und so können Sie sich jetzt für jede Erdschicht die maßgebende Mantelreibung oder den Spitzendruck automatisch ableiten.
aus diesen Tabellen der EA-Fehler. Genau, dann gab es noch ein paar andere Implementationen, wie zum Beispiel Bewährungsskizzen als Schnitt- und 3D-Darstellung in der Ergebnisliste, was einfach sehr schön ist, um sich das anschaulich ja, darstellen zu lassen. Und was ich auch sehr praktisch finde, es gibt jetzt eine iterative Berechnung der Fallgeometrie, also die einfach aus ihren Randbedingungen erforderlich wird. Die können Sie jetzt vom Programm automatisch berechnen lassen, entweder mit dem Ziel, die Falllänge zu optimieren, den Durchmesser der Fehler zu optimieren oder beides ja, gleichzeitig zu optimieren. Dann wechseln wir noch zum Programm SBA Plus, das Setzungsprogramm. Auch da gibt es einige sehr spannende Neuerungen. Zum einen gibt es jetzt eine Spannungsberechnung für Einzellasten an einer beliebigen Stelle. Und was ich sehr interessant finde, ist, es gibt die neue Lastart Bettungslast. Diese besteht aus einer Punktwolke mit vielen Einzellasten. Das sehen wir auch in dem Bild oben rechts. Und dabei entspricht jede Einzellast gedanklich der Belastung eines Plattenelementes. Und über die Schnittstelle zum Geo können jetzt so für ständige und die veränderlichen Lastfälle lastfallweise separate Bettungslasten, also diese Punktwolklasten, exportiert werden. Das ist natürlich sehr praktisch, weil ich so aus dem Geo die Verformung, die ich dort für die Bodenplatte ja, herausbekomme, mit den Setzungen im SBA Plus ja, gegenüberstellen kann. Denn der Vorteil im SBA Plus ist natürlich, ich kriege da noch den Effekt meines Umfeldes um mein Bauvorhaben noch oder um mein Gebäude, in dem Fall die Bodenplatte, noch mit und kann so auch schauen, wie sich vielleicht das Nachbargebäude aufgrund meiner Setzung verhält. Das letzte Grundbauprogramm, was jetzt noch Neuerung erhalten hat, ist das Fundamentprogramm FD Plus. Das ist jetzt vielleicht sehr geotechnisch, aber es hat einen sehr großen Vorteil. Genau, denn in der geotechnisch werden die Grenzzustände mit einem von drei Nachweisverfahren geführt. Und diese Auswahl dieser Verfahren geschieht im nationalen Anhang. Bisher hatten wir da das Nachweisverfahren 2, weil das für Deutschland und Österreich gültig ist. Und jetzt gibt es noch das Nachweisverfahren 1 und 3. Was ist überhaupt dieses Nachweisverfahren? In diesem Nachweisverfahren werden die Teilsicherheitsbeiwerte festgelegt und die gehen ja auf die Kräfte, Einwirkungen, Widerstände und die Kenngrößen des Bodens ein. Jetzt ist es sogar möglich im FD Plus, Sie sehen das in dem Bild, es gibt da so Tabellen, das sind unsere globalen Tabellen, mit denen es möglich ist, diese Beiwerte frei zu definieren. Also Sie können die vollkommen benutzerdefiniert anpassen und damit ist das Programm jetzt nicht nur in noch mehr Ländern, in denen das Verfahren 1 und 3 gefordert ist, möglich, sondern eigentlich weltweit einsetzbar, da Sie das wirklich komplett frei definieren können. Genau, dann möchte ich noch hervorheben, da ich das auch oft ja, erlebt habe, die Schnittstelle zum B5 Plus wurde jetzt nämlich auch erweitert, in meinen Augen sehr gut verbessert, denn diese Reduktionsfaktoren, die bei einer Übergabe von einer Stützenlast auf das Fundament nötig waren, sind jetzt nicht mehr nötig. Auf diese kann jetzt verzichtet werden. Denn alle für die Bemessung des Fundamentes erforderlichen Kombinationen werden jetzt bereits in der Stützenberechnung gebildet und automatisch an das Fundamentprogramm weitergeleitet. Sehr gut. Dann komme ich jetzt zu meinem Part sozusagen, nämlich das Durchlaufträgerprogramm DLT Plus. Habe das so ein bisschen aufgesplittet, einmal DLT Plus und dann natürlich der Part, der noch gefehlt hat, der Mehrfachträger Beton. Und möchte jetzt gleich damit beginnen. Wir haben uns in den letzten Wochen ja, überlegt, wie wir das DLT Plus für Sie releasen. Wir wissen, die Erwartungen an den Nachfolger des Frilo-Programms, des DLTs, ist natürlich
gewaltig. Das DLT gibt es jetzt seit über 20 Jahren, wird von allen, sag ich mal, benutzt. Jeder kennt es. Es wurde aber auch in diesen 20 Jahren immer weiter entwickelt und mit neuen Funktionen bestückt. Und wir hatten daraus folgend einfach einen sehr hohen Anspruch an die Qualität des DLT Pluses. Die erste Version jetzt mit dem kommenden Release 2022.2 wird erstmal nur auf Anfrage als Vorabversion verfügbar. Gründe dafür nenne ich gleich nochmal. Ich wollte es nur jetzt hier schon mal klarstellen. Diese Vorabversion, die beinhaltet dann natürlich alle drei Materialien und sieht dann ja wie folgt aus. Ziel ist es für uns, ein Programm natürlich zu bringen für alle Fälle. Wir möchten, dass der neue Durchlaufträger das kann, was der alte Durchlaufträger versprochen hat, nur noch mit den Funktionen und Verbesserungen der Plus-Programme, nämlich mit diesen unmittelbaren Ergebnissen, einer sehr praktischen, interaktiven, grafischen Eingabe und natürlich mit einer sehr feingliedrigen und sehr detaillierten Ausgabeeinstellung. Im DLT Plus wird es dann natürlich auch möglich sein, sofort zwischen den Materialien hin und her zu wechseln, wie das auch im DLT möglich ist. Wir haben jetzt nur noch was hinzugefügt, was im alten Durchlaufträger noch nicht so ganz vorhanden war. Das ist nämlich eine interaktive Bewährungsführung. Auch die werde ich gleich nochmal vorstellen. Neben dem DLT Plus, den es jetzt als Vorabversion auf Anfrage gibt, wird aber komplett released das eigenständige Programm der Mehrfeldträger Beton BTM Plus. Sie kennen ja vielleicht das HTM Plus für Holz und das STM Plus für Stahl und genauso gibt es auch den BTM Plus als Einzelprogramm. Was ist jetzt in dieser ersten Version verfügbar? Sie können damit Rechteckquerschnitte, Plattenbalken oben unten oder oben und unten und Stahlbetonplatten bemessen. Wie Sie die bemessen können, darauf gehe ich jetzt gleich noch ein. Ich weise halt nur darauf hin, das ist halt unsere erste Version. Die wird jetzt von uns stetig weiterentwickelt. Also nicht erst bis zum nächsten Release, sondern wir versuchen, Funktionen im Fluss dort zu implementieren. Genau, denn die Bemessung wird jetzt erstmal möglich sein für eine einachsige Bemessung mit allen Nachweisen des ECC2 im Grenzzustand der Tragfähigkeit. Sie können dabei bei Platten und Balken auch Verbundfugen definieren, können diese jetzt auch variabel definieren von Abstand A bis Abstand B oder auch verschiedene Fugen einfügen. Sie können wie im alten DLT Aussparungen definieren nach dem Heft 399 des DAFSTBs. Später werden wir die Aussparung dann nach anderen Berechnungsmethoden noch implementieren, damit es einfach ein bisschen komfortabler wird und wir vielleicht mehr Fälle an Aussparungen abdecken. Das war auch immer ein Wunsch unserer Kunden. Und dann, wie schon erwähnt, gibt es die neue Bewährungsführung. Da habe ich auch gleich nochmal eine Folie zu. Ich möchte jetzt aber gleich auch ehrlicherweise dazu sagen, was jetzt noch nicht enthalten ist. Noch nicht enthalten ist generell die zweiachsige Bemessung, sowohl alle Themen der Gebrauchstauglichkeit. Diese befinden sich derzeit noch in Entwicklung und sind einfach noch nicht auf dem Stand, mit der wir sagen können, damit halten wir die Qualität des alten DLTs. Das heißt aber nicht, dass wir da nicht dran sind, sondern wir sind da täglich dabei, das zu implementieren und fleißig zu testen und werden das, sobald es verfügt oder von uns fertig entwickelt ist, auch an Sie freigeben. Dann hatte ich gesagt, es gibt ja die neue Bewährungsführung. Da ist jetzt die erste Version auch bereits im BTM Plus enthalten. Das ist jetzt eine komplett interaktive, freie, grafische Eingabe. Wir haben natürlich die Tabelleneingabe nicht vergessen. Sie können es auch noch über Tabellen eingeben, aber unser Augenmerk liegt dabei auf einer grafischen Eingabe. Dabei wird erstmal aus allen Einstellungen, die Sie so tätigen, eine optimale Bewährung für Sie erzeugt, die Sie dann noch anpassen können, wie auch immer Sie das mögen. Es ist wirklich frei editierbar. Sie können es auch, wie Sie unten sehen, in 3D darstellen oder auch, wie Sie das aus dem Geo und PLT kennen, auch auf einen Plan plotten.
Wichtig dabei ist, wir sind ja ein Statikprogramm und kein CAD-Programm, deswegen sprechen wir dabei jetzt von einer Bewährungsgrafik. Natürlich ist unser Ziel daraus, dass man dann eine Art Plan erstellt, aber wie gesagt, wir können nicht alle Funktionen, die es in einem CAD-Programm gibt, einbauen. Deswegen sprechen wir da von einer Bewährungsgrafik, die aber für Sie alles ermöglicht mit freien Schnitten und alles, ja, was man sich so vorstellt. Im Release 2022.2, also dem jetzigen, ist die Bewährungsführung erstmal nur für Rechteckquerschnitte und Platten freigeschaltet, noch nicht für Plattenbalken. Denn da sind wir wirklich sehr stark auf Ihr Feedback angewiesen. Ist die Eingabe so verständlich? Wie ist die Handhabung? Passt das so? Da wollen wir Sie einfach schon recht früh mit einbeziehen. Wir sind da sehr gespannt und freuen uns auf Ihr Feedback und die Verbesserungsvorschläge von Ihnen, damit wir einfach jetzt schon zu Beginn der Reise auf dem richtigen Weg sind und es mit Ihnen zusammen gestalten können. Genau, damit bedanke ich mich für die Zeit und übergebe jetzt das Wort an den Herrn Frank, der Ihnen jetzt noch etwas ja, zum Geo und PLT erzählen wird. Vielen Dank. Ja, auch ich darf Sie recht herzlich begrüßen heute zu der Einführung und auch zu der Erläuterung der Neuigkeiten in unserem neuen Release. Und die meisten von Ihnen werden mich kennen. Ich heiße Horst Frank. Ich bin jetzt seit 10 Jahren bei Frilo, betreue vorwiegend Geo und PLT und sonstige Massivbauprogramme, mache Schulungen für diese Programme. Und es freut mich, dass ich jetzt dieses Mal wieder Ihnen ein paar Neuigkeiten zeigen kann fürs Geo und PLT. Und wenn Sie mal schauen, was wir jetzt hier auf der Agenda alles drauf haben, dann hoffe ich, dass Sie da sehr viele Dinge finden, die Sie sich schon lange wünschen. Also wir haben es in dem Release tatsächlich geschafft, viele Versprechungen, die wir gemacht haben, dass wir das verbessern oder einfügen, können wir Ihnen dieses Mal präsentieren. Sie sehen, es sind doch ein paar Punkte. Neues Material, Stahlbeton, jetzt als Leichtbeton. Dann haben wir eine zusätzliche Option eingeführt für die Unterzugsberechnung, wie dort die Steifigkeit berechnet wird. Dann seit vielen Jahren der Wunsch der Kunden, einen Unterzug direkt als Stahlträger einzugeben. Dann nach der Einführung des Schück-ISO-Korbes vor circa 2,5 Jahren, jetzt auch mal eine neue Lösung, wo Sie wesentlich komfortabler Ihre Elemente eingeben können und auch besser die Ergebnisse besser auswerten können. Auch der außermittige Ansatz der Windlaschen ist schon lange ein Kundenwunsch. Durch diese Automatisierung können Sie heute wesentlich schneller eine ausführlichere Windlastberechnung im Geo durchführen. Und dann natürlich auch das Thema Durchstanzen an Wandenden oder Wandecken. Das hatten wir ja im Geo schon drin und das haben wir jetzt im PLT. Ich werde meinen Vortrag etwas teilen. Ich habe am Anfang auch einige Folien, werde aber dann danach relativ schnell ins Programm gehen und Ihnen die Dinge auch live zeigen. Ich hoffe, es gibt dabei keine größeren Pannen. Das, was Sie dann hier live vorführen, finden Sie aber auch in den Folien als PowerPoint-Präsentation in der PDF, die Sie sicher runterladen können. Da wir in der Zeit schon stark fortgeschritten sind, würde ich gleich gerne zum ersten Thema kommen. Material Leichtbeton. Also in den Programmen Geo, PLT, SCN und WL kann jetzt auch der Leichtbeton als Material ausgewählt werden. Wenn Sie also jetzt hier bei der Platte reingehen, dann finden Sie hier unten die ganzen Leichtbetongüten. Auch wenn Sie ein neues Material wählen, als Wand, können Sie auch dort das Mauerwerk als neues Material auswählen.
Dabei ist es ganz wichtig, dass Sie werden dann auch sehen, dass bei der Eingabe hier unten die Rohdichte freigegeben wird. Es ist ja so, dass die Rohdichte des Leichtbetons nicht einer Betongüte zugeordnet werden kann, sondern es gibt verschiedene Rohdichten in den einzelnen Leichtbetonfestigkeiten. Das heißt, Sie müssen natürlich hier unten jetzt die Rohdichte selber eingeben, benutzerdefiniert. Wenn Sie dort einen Wert eingeben, der unter 800 liegt oder über 2200, dann kommt eine Meldung vom Programm und weist Sie darauf hin, dass Sie sich in diesem Bereich bewegen sollten, macht also eine Plausibilitätsprüfung für die Rohdichte. Es ist auch so, dass wenn Sie im Gebäudemodell diesen Leichtbeton angewählt haben bei der Wand, dann ist es natürlich auch so, dass wenn Sie die Scheibe übergeben ins Scheibenprogramm, dass die Schnittstelle automatisch diese Materialien mit übergibt. Das heißt, ich kann also jetzt alles, sowohl Decken wie auch Wände als Leichtbeton, in den einzelnen Programmen auswählen und auch bemessen. Ein zweiter Punkt, was immer wieder ein Thema darstellt, ist die Berücksichtigung von Unterzügen im Programm. Wir haben immer wieder mal Anfragen, wie denn die Steifigkeit der Unterzüge berechnet wird im Programm. Und wir haben auch immer wieder mal so eine Mitteilung, dass die Unterzüge etwas weich gerechnet sind. Und da möchte ich einfach auf zwei Dinge mal eingehen. Momentan, also aktuell, beziehen wir die Steifigkeit des Unterzuges auf die Achse, auf den Schwerpunkt des Unterzuges. In der Literatur fanden wir dann aber auch einen Ansatz, dass man sagen kann, ich rechne jetzt die Steifigkeit nicht bezogen auf den Schwerpunkt des Unterzuges, sondern auf den Schwerpunkt der Platte. Wenn wir uns die einzelnen Formeln, die da bei uns hinterlegt sind, anschauen, dann ist das die klassische Bemessung, Berechnung der Steifigkeit für einen Unterzug. Das heißt, die Platte ist schon da. Ich habe jetzt noch einen Steganteil, einen Steineanteil vom Steg, aber auch einen Steineanteil von der Platte, weil er eben bezogen ist auf den Schwerpunkt des Unterzuges. Im zweiten Ansatz, den es in der Literatur gibt und den wir jetzt auch wahlweise in den Programmen ausgewählt haben oder zur Verfügung stellen, geht jetzt davon aus, den Schwerpunkt bezogen auf die Platte. Und es hat natürlich Konsequenzen. Das heißt, es gibt hier keinen Steineranteil der Platte mehr. Dafür wird aber der innere Hebel vom Steineranteil des Steges größer. Das heißt, wenn ich hier umschalte, bin ich nicht mehr abhängig von der mitwirkenden Plattenbreite, denn die bringt mir ja meinen Steineranteil der Platte, sondern ich bin jetzt im Prinzip auf den Steg angewiesen, der mir aber in der Regel, wenn wir nachher sehen, an den Beispielen eine etwas höhere Steifigkeit bringt, wie wenn ich die Steifigkeit auf den Schwerpunkt beziehe. Ich habe hier einfach mal die Formeln aufgezeigt und Sie sehen, hier ist eben nur noch Steg und Steineanteil des Steges erforderlich. Trotzdem brauchen Sie bei der Eingabe die mitwirkende Plattenbreite, die wir nachher bei der Bemessung des Unterzuges im PLT zum Beispiel berücksichtigen. Wenn wir uns das hier mal vergleichsweise anschauen, dann sehen Sie hier rot, das, was wir bisher machen mit den Steineanteilen, auch mit der Platte und hier den neuen Ansatz und hier jetzt mal vergleichsweise ein paar verschiedene Querschnitte und Sie sehen jetzt hier, an diesen drei Beispielen habe ich die mitwirkende Plattenbreite von links nach rechts vergrößert und damit steigt natürlich der Steineranteil der Platte und die Steifigkeit wird größer. Das heißt, in unserer aktuellen Version würde der jetzt immer steifer, je mehr Plattenbreite ich ihm zuordne. Schauen wir den optionalen Steifigkeit an, da ist es klar, da geht nur diese oberen Werte ein, die mitwirkende Plattenbreite geht hier nicht mehr mit ein und die sind jetzt alle gleich steif, weil eben die Abmessung des Unterzuges oder des Steganteiles
gleich sind. Schauen wir uns diesen Unterzug mal an. Der ist jetzt 90 cm hoch, hat 1 Meter mittlere Plattenbreite. Und da sieht man jetzt den Unterschied, ob ich den nach der alten Methode, also nach der aktuellen Methode rechne oder nach der optionalen, habe ich hier eine Vergrößerung der Steifigkeit für diese linienförmige Versteifung der Platte im PLT mit ungefähr 1,75. Ist natürlich schon ein sehr mächtiger Unterzug und der Unterzug wird natürlich Last anziehen, nicht im Faktor 1,7 im Verhältnis, denn so viel mehr Last ist vermutlich gar nicht vorhanden. Man sieht also, wenn ich das jetzt hier mal rechne, dass natürlich dieser Unterzug weicher ist und wenn ich mir dann die Durchbiegung anschaue, wird der sich halt mehr durchbiegen, wie wenn ich den hier auf den Schwerpunkt der Platte rechne. Ich würde jetzt ganz gern umschalten ins Programm und Ihnen das einfach mal zeigen. Ich habe also hier ein paar Positionen vorbereitet und Ihnen einfach zeigen, wo Sie diese Optionen finden. Ich habe es leider im Moment gerade auf dem falschen Bildschirm. Ich habe also einfach zwei Platten übereinander gelegt, um dann nachher auch noch ein paar Dinge vergleichen zu können. Sie sehen, ich habe jetzt hier zwei Unterzüge eingegeben. Die Belastung ist gleich. Und jetzt schauen wir hier unten mal rein. Wir haben also diese Eigenschaft, wie die Steifigkeit der Unterzüge berechnet werden soll, hier zu der Netzeigenschaft gelegt. Und jetzt können Sie hier unten auswählen, Plattenbalken zentrisch berechnen. Wenn der Haken draußen ist, so wie es jetzt gerade der Fall ist, auch im Auslieferungszustand, verhält sich der Unterzug nach wie vor so, weil er auf den Schwerpunkt des Unterzuges gerechnet wird. Ich lasse es dann mal hier einfach mal rechnen. Ich habe hier Lasten aufgegeben und Sie werden dann relativ schnell sehen, wo dieser Unterzug hingeht. Gehe mal auf den Unterzug und schaue mir mal die Verformungen an. Dann haben wir hier ungefähr 1,2 mm. Die sind also doch sehr, sehr steif. Und die Verformung hält sich hier natürlich noch in Grenzen. Aber jetzt merken wir uns einfach mal die 1,16. Ich kann auch mal mir die Momente anzeigen lassen. Da sind wir hier bei 260 kN. Und wenn ich jetzt mal umschalte im Programm, ich gehe also hier unten rein, sage die Eigenschaften und lasse mir das jetzt berechnen auf den Schwerpunkt der Platte. Ich gehe hier wieder rein, lasse es hier neu rechnen. Gehe wieder auf meinen Unterzug. Sie sehen, jetzt hat sich der Momentenanteil erhöht. Weil der Unterzug steifer ist, bekommt er mehr Last und deshalb wird die Schnittgröße natürlich größer. Gehe ich hier in meine Verformung, wird die Verformung aber wieder kleiner, weil er steifer ist und sich nicht so stark durchbiegt, wie der auf den Schwerpunkt des Unterzuges gezogen wurde. So viel zu dieser Option, die finden Sie auch im Gebäudemodell wieder, dort eben bei den Optionen Netzeigenschaften, auch dort kann ich das einschalten. So viel zu der Berücksichtigung der neuen Möglichkeit der Steifigkeit. Das können Sie jetzt eben pro Position für das gesamte Netz oder für die gesamte Decke hier einstellen. Als nächstes möchte ich Ihnen gerne noch was zeigen zum neuen Stahlträger. Und würde jetzt ganz gerne dieses Beispiel gerade beibehalten und gehe mal hier rein auf die Definition des Unterzuges. Ich habe hier ja Unterzüge schon definiert und jetzt gehe ich rein und gehe auf Eigenschaften. Und jetzt sehen Sie, dass wir hier einen zusätzlichen Reiter eingebaut haben. Ich kann nämlich jetzt hier umschalten und sagen, ich habe jetzt hier einen Stahlträger. Für mich dann immer die Frage, ja, wie sieht denn der Stahlträger aus?
Wie liegt denn der hier in der Decke? Ich habe da dazu mal so eine Hilfsfolie mit eingeblendet. Muss ich mal gucken, ob die da ist. Genau. Das heißt, ich muss ja jetzt erstmal entscheiden, wo sitzt denn mein Unterzug? Ja, mein Unterzug kann ja unter der Decke sitzen. Er kann in der Decke sitzen, hat durchgebohrte Stege und die Bewehrung wird durchgeschoben. Oder ich habe tatsächlich die Platte komplett unterbrochen, keine durchgängige Bewehrung. Und jetzt muss ich dem natürlich Rechnung tragen und sagen, na ja, das könnte ich ohne Gelenk rechnen, aber das müsste ich ja eigentlich gelenkig rechnen. Und hier bin ich mir gar nicht so sicher, was hier passiert. Vielleicht ist es besser, ich rechne das hier schon als Gelenk. Das heißt, wir werden Ihnen oder haben Ihnen jetzt die Möglichkeit gegeben, wenn wir hier mal drauf gehen, kann ich zum einen natürlich sagen, ich möchte hier ein Profil auswählen. Ich wähle jetzt hier mal ein HEM 240 und sage, den nehme ich hier oben und den lasse ich jetzt mal als durchlaufend, wie wenn er unter der Decke sitzt. Und jetzt gehe ich in meinen zweiten rein. Auch den definiere ich jetzt als Stahlträger, gehe rein und sage, das ist ein HEB 140. Und bei dem würde ich eigentlich ganz gern mal die Option setzen, dass hier ein Gelenk vorhanden ist, weil ich den eigentlich so einbauen will, wie er hier auf der rechten Seite dargestellt wird. Also Sie müssen sich entscheiden, habe ich eine Durchlaufwirkung oder habe ich keine Durchlaufwirkung. Das Programm geht intern hin. Man kann das hier auch in der Grafik erkennen und setzt jetzt zusätzlich zum Unterzug, der ja hier, wie man hier sieht, blau dargestellt wird, gleichzeitig ein Gelenk. Und auch in der Darstellung oder in der Grafik am Bildschirm sehen Sie jetzt auch die neue Bezeichnung dieses ST3. Das heißt, es ist der Stahlträger 3 und das ist der STG1, also der Stahlträger 1 mit einem Gelenk. Das heißt, ich sehe das schon auch in der Grafik, dass hier ein Gelenk vorhanden ist. Als nächstes habe ich ja jetzt nur definiert, was habe ich für Querschnitte. Kann natürlich hier auch reingehen und sagen, ich habe hier an dieser Stelle jetzt ein anderes Material. Ich gehe also hier rein, sage neues Material, gehe jetzt in den Stahlbau und wähle hier einfach eine höhere Festigkeit für meinen Stahlträger aus und habe damit alles eingestellt, was ich möchte. Ich gehe jetzt hier mal auf die Berechnung. Und lass mir jetzt einfach mal in meinem bereits vorab angelegten Schnitt mal die Momente anzeigen, M1. Und Sie sehen hier oben hat er den Unterzug so angelegt, dass die Platte durchläuft und ich hier ein Stützmoment bekomme, das mein Feldmoment nach oben zieht und hier eben durch das eingegebene Gelenk hier zwei große Feldmomente, kein Stützmoment. Das heißt, Sie definieren mit dem Stahlträger gleich auch die Randbedingungen, wie die Platte hier an dieser Stelle berücksichtigt wird. Wenn wir dann gerechnet haben, ich mache es hier mal zu und mache eine neue Position auf, ist im Prinzip genau die gleiche. Ich habe nur in dieser Position etwas das Ausgabeprofil angepasst, dass wir das jetzt hier nicht in der Vorführung einstellen müssen. Wenn ich also in die Ausgabe reingehe, dann finde ich natürlich jetzt hier als System meine Stahlträger hier dargestellt im Grundriss. Und Sie sehen hier unten dann die Geometrie, wie lang die sind, an welcher Stelle die liegen. Und was hier für ein Profil ausgewählt wurde. Und ich habe natürlich hier jetzt den Faktor nicht erhöht, sondern auf 1,0 belassen. Wir sehen dann hier noch die Eigenschaft, also die Stahlgüte und hier auch noch das Momentengelenk, das eben automatisch gesetzt wird mit diesem Stahlträger. Wenn wir uns dann die Schnittgrößen anschauen, dann sehen Sie, wenn ich hier
die Momente anzeigen lassen will, dann zeigt er mir die natürlich wie gewohnt an, Min und Max. Ja, habe ich aber jetzt ausgewählt, dass ich eine Bewährung sehen will. Naja, die gibt es beim Stahlträger nicht. Dann kämen natürlich jetzt hier Bilder für die Stahlbetonunterzüge, die in der Position schon drin sind, kämen wieder die AS-Werte. Und für die Stahlträger schreiben wir Ihnen einfach entsprechend das Stahlprofil hin, dass Sie wissen, an der Stelle muss natürlich kein Stahlbetonträger bemessen werden, sondern dann ist hier der Stahlträger. Soweit zu der Ausgabe. Wir haben dann natürlich noch die Schnittstelle angepasst. Wenn wir hier reingehen und sagen, wir übergeben das jetzt in die einzelnen Freelo-Programme, dann hatten wir ja bisher das B6 und den Durchlaufträger. Das funktioniert natürlich genauso. Wenn ich den jetzt hier anwähle, geht er mir automatisch in meinen alten Durchlaufträger. Er fragt mich ab, wieder ein paar Lastabfragen und bringt mir dann den Durchlaufträger hier mit den Knotenlasten, die er übergeben hat aus der Platte, setzt natürlich jetzt gleich den Durchlaufträger auf Stahl und setzt mir entsprechend den gewählten Querschnitt an. Und ich kann so jetzt meinen Stahlträger bemessen, kann nachschauen, funktioniert er. Wenn er nicht funktioniert, muss ich eben zurück ins PLT oder ins Gebäudemodell und meinen Unterzug mit einer höheren Profilstärke eingeben, oder ich kann natürlich auch wieder zurück und eine Nummer kleiner wählen. Ich mache das hier mal zu. Und neu haben wir jetzt natürlich auch die Schnittstelle eingebaut, direkt zum neuen Stahlträger. Das, was der Herr Ringgut vorher erzählt hat, sind die ja schon in der neuen Variante vorhanden, und ich kann jetzt den neuen Durchlaufträger für den Stahl hier genauso aufrufen. Und übergeben werden die gleichen Lasten natürlich übergeben, ist ja nur ein anderes Programm, wo Sie dann eben genauso wie vorher die Lasten übergeben bekommen und dann hier ebenfalls diesen Stahlträger mit dem Plus-Programm bemessen können. Soweit zum Stahlträger. Im Geo und PLT, die Schnittstelle gibt es natürlich genauso im Gebäudemodell wie im PLT, können Sie von beiden Programmen direkt aus starten. Dann als nächstes würde ich Ihnen gerne was zeigen zu der neuen Schnittstelle zu Schück. Auch hier habe ich eine Position vorbereitet. Und Sie sehen jetzt hier, diese Fenster kennen Sie schon. Wir haben also hier unseren Schück Isokorb. Und der Schück Isokorb war ja bisher so, dass wir die Schnittgrößen übergeben haben, haben irgendeinen Isokorb übergeben bekommen, manchmal einen Doppelbiegekorb, weil noch ein sehr kleines Moment entstanden ist. Ganz selten konnten wir einen Querkraftkorb bekamen wir einen Querkraftkorb zurück, und es war schon immer der Wunsch der Kunden, dass es eine Möglichkeit gibt, hier Voreinstellungen vornehmen zu können. Und dieses neue Modul von Schöck beruht jetzt auf einer webgestützten Programm des Galix von Schöck, das Sie natürlich auch übers Internet aufrufen können. Wir ermitteln hier die Schnittgrößen. Wir definieren hier Eigenschaften. Und mit diesen Eigenschaften und den Schnittgrößen wird dann der Isokorb berechnet und gleich automatisch aufgeteilt auf verschiedene Isokörbe. Wenn wir uns das hier mal anschauen, ich gehe mal hier rein und sage, jetzt gehe ich hier mal auf die Eigenschaft und klicke hier auf meinen Isokorb. Dann geht jetzt ein Fenster auf und ich kann jetzt hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Ich sage also an dieser Stelle hier, da habe ich ja Stützen, da möchte ich keinen Biegekorb, sondern da möchte ich tatsächlich einen reinen Querkraftkorb. Ich kann hier dann auch noch entscheiden,
hat er eine 12er Dämmung oder hat er nur eine 8er Dämmung. Und wir können auch die Art der Bewehrung oder dieser Zugstäbe, also Stahl oder Glasfaser, können wir hier auswählen. Ich wähle jetzt hier einfach mal 220 mm. Ich könnte auch hier an dieser Stelle sagen, ich mache einen niedrigeren ISO-Korb, wie hier oben die Balkonseite und die Deckenseite mir das aus dem Programm schon vorgeben. Ich lasse es jetzt in diesem Fall mal hier stehen. Ich kann hier auch die Ausnutzung noch festlegen, kann also von 100% natürlich runterfahren und ich kann noch einstellen die Anzahl der unterschiedlichen Typen. Ich lasse es jetzt hier mal auf 1 stehen. Gehe auf den zweiten, auch das hier oben wird jetzt natürlich kein Querkraftkorb, kann hier kein Querkraftkorb sein. Ich habe also hier gesagt, ich habe einen ISO-Korb, der sowohl einen Moment wie eine Querkraft aufnehmen kann und auch nur einen unterschiedlichen Typ. Und auf der rechten Seite habe ich jetzt genau das Gleiche eingestellt und lasse jetzt mal die unterschiedlichen Typen auf 1 stehen und berechne jetzt hier. Sich hier nochmal abbrechen, bin auf den falschen Knopf. Und berechne jetzt hier einfach diesen ISO-Korb. Und Sie sehen, bevor er Ihnen jetzt ein Ergebnis zeigt, zeigt er Ihnen jetzt verschiedene Anschlusslinien. Eben die, die Sie eingegeben haben. Die erste war jetzt die, die ich als Querkraftkorb definiert habe. Und jetzt kommt also hier ein Querkraftkorb raus. Ich habe ja gesagt, nur einen Typ, also wird es halt diese Schnittgröße hier sein. Und Sie sehen jetzt hier die einzelnen Abschnitte eingeteilt in Abhängigkeit der Maße, wie schick die rechnen, die liefern kann. In der zweiten Anschlusslinie, auch hier sieht man natürlich jetzt die Ausnutzung. Ich habe ja gesagt, ich habe nur eine Unterscheidung. Das heißt, er macht mir natürlich jetzt hier einen sehr starken rein, nämlich genau den, den er hier unten braucht. Ich sage jetzt hier auch mal übernehmen. Lass es jetzt mal rechnen und schau mir hier jetzt an, was mir das Programm zurückgibt. Ich sehe also jetzt hier wieder, wie früher auch, die Schnittgrößen. Also einmal das Moment und einmal die Querkraft. Sie waren das gewohnt, dass er hier oben gesagt hat, Moment oben und Moment unten. Das haben wir jetzt wie in den anderen Ausgaben angepasst. Es gibt also hier einen Moment. Wir sind dann auch standardmäßig hier auf das Minimale gegangen, dass Sie hier gleich das größte Moment sehen, denn das maximale Moment wäre ja nicht das, für was bemessen wird. Wenn wir hier auf maximal bleiben und in die Querkraft gehen, sehen wir hier die entsprechenden Querkräfte. Und wenn ich jetzt hier reingehe, dann liefert uns Schück jetzt als Antwort einen aufgeteilten ISO-Korb. Ich muss also nicht mehr wie vorher, wenn ich sowas hatte, sagen, ich möchte jetzt 5 Unterteilungen machen, dass der mir nicht für diesen Punkt hier bemisst. Das macht er in diesem Moment, aber nur, weil ich hier noch nicht die richtige Option gewählt habe. Ich gehe jetzt hier nochmal rein und sage Eigenschaften. Der ISO-Korb ist ungefähr 4 Meter lang. Also stelle ich einfach meine Anzahl der unterschiedlichen Typen mal auf 6 oder 7 ein. Er wird nicht mehr unterteilen, wie er von der Geometrie her kann. Und ich lasse das jetzt hier wieder rechnen. Er zeigt mir, wieder diese einzelnen Anschlusslinien. Und wenn wir jetzt mal auf die Zweier gehen, dann sehe ich jetzt, dass er hier abstuft. Von 3 nach 4, nach 6 bis nach 8. Und wenn ich jetzt sage, Ergebnis übernehmen, dann habe ich schon automatisch eine Übergabe von den statisch erforderlichen Abschnitten, die ich hier habe. Und wenn Sie jetzt natürlich hier mal sagen, naja, da oben möchte ich eigentlich keine unterschiedlichen, hier auch nicht, weil wenn das dann eine Stufe unterschiedlich ist und dann verwechseln die das auch noch, dann habe ich lieber gleich alle, vielleicht einer etwas überdimensioniert. Ich kann also jetzt hier in dieser Eingabe steuern, wie ich das mir nachher auf der Baustelle liefern lassen möchte. Das heißt, B
Bisher haben wir sehr oft geteilt. Auch sowas kann natürlich nach wie vor sinnvoll sein. Wenn Sie nämlich diese Stütze hier wegnehmen und sagen, hier vorne habe ich einen für eine Auskragung und hinten für eine Querkraft, dann macht es natürlich Sinn. Ansonsten muss man vielleicht, wenn das Release rauskommt, aufpassen, wenn Sie Bestandspositionen haben, die Sie schon sehr klein aufgeteilt haben, dass er da dann überhaupt noch ein ISO-Core bringt, weil wenn die Linie, die Anschlusslinie kleiner wie einen Meter wird, wie das Element, kann das dann natürlich zu Problemen führen. Aber wir hoffen eigentlich, dass wir mit dieser neuen Option hier für Sie ein Werkzeug zusammengestellt haben, mit dem Sie natürlich jetzt gezielter Ihre ISO-Körbe bemessen können und natürlich auch gleich über diese mitgelieferte Anschlusslinie, was uns Schöck dann hier zur Verfügung stellt, natürlich auch sehr wirtschaftlich diese ISO-Körbe behandeln können. Ich gehe dann einfach mal noch kurz in die Ausgabe mit rein. Sie sehen auch, wenn wir hier jetzt diese Darstellung haben, haben wir die Bezeichnung der ISO-Körbe hier gekürzt. Also die Gesamtbezeichnung wird hier nicht ausgegeben. Wir haben aber dann hier mal noch so einen Tooltip eingebaut. Das heißt, wenn Sie mit der Maus drüber fahren, dann kriegen Sie die gesamte Bezeichnung. Also auch, wie groß die Betondeckung ist, was für eine Dämmstärke. Das sehen Sie dann hier über diesen Tooltip in der Position und auf der Grafik direkt. Schauen wir uns noch geschwind die Ausgabe an für dieses Modul. Ja, Sie sehen jetzt hier Ihre übergebenen Schnittgrößen und dann nachher bei der Auswertung der Dämmelemente habe ich hier wieder die Unternummerierung für die einzelnen Anschlusslinien, also S1, S2, S3 und hier die Tabelle mit der gesamten Bezeichnung, wie dieser Schöck-ISO-Korb bestellt werden muss, dass er den Vorschriften, die Sie hier angenommen haben, entspricht. Ja, das war das, was ich Ihnen zu den neuen ISO-Körben zeigen wollte. Und jetzt habe ich noch zwei kleinere Module, die ich Ihnen auch noch ganz gern zeigen wollte. Ich gehe mal hier auf Nicht speichern. Das eine ist die Windlastermittlung. Bisher war es so, dass wenn wir im Gebäudemodell die Windlasten ermittelt haben, ich gehe mal hier in die Eingabemaske für die Horizontallasten, dann hatten wir hier eben die vier Lastfälle, Wind in X, Wind in Minus X, alles immer mittig bezogen auf die Fläche. Und wenn jetzt die Kunden eine Außermittigkeit definieren wollten, musste man hier diesen Lastfall kopieren und musste dann erstmal den Abstand, den ich ansetzen muss, wenn ich außermittig die Windlasten ansetzen muss, eingeben. Und dann war es auch so, dass diese Lasten, wenn ich die Geometrie verändert habe, mussten die wieder neu gerechnet werden, weil die nicht in diesem Automatismus liegen wie die normalen Windkräfte. Und deshalb haben wir uns jetzt entschieden, hier über diesen Button hier kann ich jetzt sagen, ich habe außermittige Lasten. Ich gehe mal hin und lösche die erstmal alle raus, die ich hier drin habe. Und gehe jetzt rein und sage, ich setze den Wind außermittig an. Dann kommt eben wieder dieser Automatismus. Ich stelle also hier meine Windlast ein, genau gleich wie vorher, und bekomme jetzt eben nicht vier Lastfälle, sondern immer die außermittigen gesetzten Lasten. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir nicht auch noch die zentrischen reinnehmen. Aus meiner Sicht sind schon 8 schon ganz schön viel im Gebäudemodell. Wenn aber jemand sagt, ich möchte die auch noch reinnehmen, dann gibt er sie hier halt eben einfach mit ein und bekommt sie dann genauso mit angesetzt in der gleichen Alternativgruppe. Ich nehme die jetzt mal wieder weg. Wenn wir uns dann mal das Ergebnis anschauen, dann kann ich jetzt auch über die Ausgabe schon erkennen am Bildschirm oder an der Grafik, wo diese Last sitzt.
muss noch schön warten, bis das Programm durchgerechnet hat. Ja, wenn ich also jetzt hier auf diese Ansicht gehe, dann sehe ich hier meine Kraft und ich sehe, die ist jetzt nicht mehr in der Mitte der Fläche, sondern schon außermittig hier angesetzt. Das Gleiche sehe ich natürlich auch hier in unserer Grundrissdarstellung, wo jetzt eben ich ja die Geschosse einstellen kann und sehe jetzt, wo meine 58,2 kN sind hier vermaßt, wo die angesetzt werden. Und jetzt rechnet natürlich das Programm dieses Gebäude entsprechend den Rotationsanteilen aus diesen Kräften. Dann noch eine weitere Option, die es im Gebäudemodell schon gibt, aber jetzt natürlich auch der Wunsch unserer Kunden war, die das Plattenprogramm haben, nämlich das Durchstanzen für Wandenden und Wandecken. Da ist es so, dass das Programm, wenn ich das hier aufrufe, kann ich hier drauf und kann sagen, ich gehe hier auf diese Ecke. Und jetzt geht das Programm hin und sagt, ich kenne ja diese Einflusstiefe von meinem Durchstanzen und ich rechne mir jetzt einfach die resultierende Kraft bis an diese Stelle, addiere ich auf und gebe die ans Durchstanzprogramm weiter. Wir sehen also, wenn ich hier auf diese Seite habe, habe ich mehr Last wie hier. Ich klicke also jetzt mal auf diese Ecke, dann sagt das Programm mir, diese Einwirkungstiefe für das Durchstanzen sind 15 cm und hat eine Last ermittelt von in etwa 86 kN. Ich breche hier mal ab, gehe ich auf die andere Seite, muss es ja weniger sein, das sieht man hier auch, da sind 57 und ich kann das dann einfach hier jetzt übergeben, eröffnet das Durchstanzprogramm, setzt mir gleich alle Werte, ermittelt mir hier dann diese Kraft und kann ich hier direkt den Nachweis führen. Das Gleiche natürlich hier an einem Eck. Auch hier sagt er mir jetzt, wie groß die Einzugslänge ist. Wenn Sie jetzt sagen, naja, das ist mir, ich möchte etwas auf die sichere Seite gehen, dann können Sie entweder sagen, rechne mit einer größeren Einzugstiefe. Ich nehme jetzt hier mal 40, dann kriegt er natürlich eine entsprechende höhere Last raus, nicht 60, sondern 70. Sie können aber auch gleich sagen, ich möchte die noch editieren auf 80. Also da haben Sie alle Möglichkeiten auch noch Einfluss zu nehmen und dann geht er natürlich wieder ins Programm und bemisst hier genau für so eine Ecke den Durchstandsnachweis im Programm B6 Plus. Ja, das war das, was ich Ihnen heute an Neuerungen zeigen wollte, was wir im Geo und im PLT alles neu entwickelt haben. Wir sind jetzt noch in den letzten Zügen der Testphase und dann hoffe ich, dass Ihnen diese neuen Module, die wir hier haben, wieder Ihre Arbeit im Geo und im PLT und auch in der Scheibe wieder etwas erleichtern. Und es freut mich immer, wenn ich Dinge umsetzen kann, die von Ihnen aus der Praxis kommen. Und das macht eigentlich sehr viel Spaß, wenn man dann auch sieht, dass die Kunden das nachher auch annehmen. Sie sehen, es ist sehr viel und ich konnte viele Dinge nur kurz anreißen. Wir haben uns auch entschlossen, dass wir recht zügig, nachdem wir das Release eingeführt haben, ein Online-Training dazu durchführen. Und ich darf alle, die da noch ein bisschen mehr Informationen dazu wollen, was im Geo und PLT passiert, ist im neuen Release am 14.06. einladen. Kommen Sie gerne in unser Online-Training. Und wenn Sie im Vorfeld schon sagen, ich hätte ganz gerne da noch das eine oder andere genauer gesehen, schreiben Sie es in unseren Chat, dann können wir vielleicht darauf noch eingehen. Ansonsten darf ich mich recht herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit und die Teilnahme und darf jetzt das Wort meinem Kollegen Tim wieder übergeben, der Sie noch gebührend verabschieden wird. Vielen Dank.